Fall. Bis zum Weltmeistertitel ist noch alles drin. Wenn unsere Mannschaft heute allerdings verliert, wäre das wohl die WM-Pleite des Jahrzehnts. Denn noch nie ist eine deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde ausgeschieden. Ich denke mir, ganz egal wie, Hauptsache unsere Jungs machen das heute klar und drücken ganz fest die Daumen. Germany! 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 Ohne Scheiß, wer da draußen noch irgendwie vom Fernseher hockt, kommt zum Heiligen Geistfeld. Es ist einfach nur super. Deutschland gewinnt auf jeden Fall. Aber sie haben das letzte Spiel ja verloren. Ja, das war einfach Pech gehabt. Da war der Schiri scheiße, aber Deutschland jetzt gewinnt auf jeden Fall gegen Ghana. Was glaubst du, woran lag die Niederlage des letzten Spiels? Das glaube ich ziemlich eindeutig. Ne? Also wenn ich das Geld hätte, würde ich mir denselben Schiri kaufen. Was müssen sie heute anders machen, so vom Spiel her? Das kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube einfach, diesmal müssen sie ein bisschen sicherer sein und die Pässe dann auch dementsprechend richtig führen. Also ich glaube nicht, dass das sonst was wird. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass sie es heute packen werden. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum letzten Spiel der ghanaischen Nationalmannschaft. Ja, so ist es leider noch nicht. 0:0 zur Halbzeit. Nicht sehr erfreulich. Die Leute strömen hier schon vom Fanfest. Ob sie die Toilette aufsuchen oder ganz nach Hause gehen, weiß ich leider nicht. Fest steht, Deutschland muss auf jeden Fall noch Gas geben. When darkness comes at night, and your fears are coming. Ein wenig enttäuscht, muss ich sagen. Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, dass sie ein bisschen mehr das Spiel beherrschen, ein bisschen mehr den Ball laufen lassen. Er war total spannend, auf jeden Fall. Also 0-0, muss ja nicht, ob ihr gerade jetzt ein Tor macht, weil die auch gedrückt haben, aber ich meine, irgendwie glaubt man dann doch an Deutschland, dass wir das schaffen. Ja, es war schon sehr spannend, aber als wir dann gesehen haben, dass auch Australien in Führung gegangen ist, war die Spannung schon ein bisschen so, wie sagt man, also von uns abgefallen, aber trotzdem war es natürlich erste Halbzeit ohne Tor und ein paar Chancen vergeben, war es natürlich dann die Freude sehr groß, dann als dann Özil das Tor geschossen hat. Ghana ist eine starke Mannschaft, von daher können wir glücklich sein mit dem 1-0 und alles super gelaufen. Knaller, aber was soll's. Wir sind weiter, wir werden jetzt Weltmeister und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.